Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Guns and Robots. Ja, beim letzten Mal haben wir ja bei unserem Robo so ein bisschen was umgebaut. Die neue Knifte zum Beispiel haben wir dran gemacht. An Antrieb haben wir immer noch die Kakerlake, die nicht so wirklich schnell ist. Aber naja, das ist ja jetzt auch egal. So, ich muss erst nachladen, okay. Ameisen, Hagelfeuer. Unendlich. Ah, okay, bei dem hier fehlt das. Okay, was ist das jetzt? Okay, die sind anscheinend kostenlos. Standardexplosion. Plus 15 Schaden. Plus 15 Flächenschaden. Was haben wir da? Plus 15 Explosionsradius. Weiter geht's nicht. Aber ich weiß noch gar nicht, wie die so ist. Darum werde ich erstmal auf Standardmumpeln setzen. Da die ja auch noch kostenlos sind. Dann kann ich die Waffe wenigstens mal austesten. So, jetzt müsste sie eigentlich geladen sein. Ich gehe jetzt mal maximal so und Gefecht. Dann gucke ich mal, wie die neue Knifte denn so im Einsatz ist. Da wir ja da nur einen kleinen Test gemacht haben, aber die ja nicht so wirklich eingesetzt haben. So, und jetzt dauert es wahrscheinlich wieder, bis wir endlich mal ein Match finden. Beziehungsweise eigentlich sind ja relativ viele Leute gerade in der Lobby drin. Beziehungsweise in der Warteschlange. Dann dürfte es eigentlich ja nicht allzu lange dauern. Und da ist ja auch schon. Spiel ging ja eigentlich relativ schnell. Beim letzten Mal hat es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Wir sind schon wieder bei den Gesetzlosen. Und diesmal Bombenkader. Ja, bin ich ja mal gespannt. Beim letzten Mal hatten wir ja die ganze Zeit nur Batterien klauen und so ein Kram. Ja, mal gucken. Es scheint auch ein 2 gegen 2 zu sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Hinter mir ist auch ein eigenartiger Robo. Ich klaue mir jetzt einfach mal die Bombe und dann platzieren wir das Ding einfach. Mal gucken, ob der mir dabei hilfreich ist. Ich hoffe es zumindest. Da habe ich doch eben einen gesehen. Wo ist der? Der ist bestimmt dahinter versteckt. Ich wusste es doch. Oh, der hat auch dicke Knippen dran. Eieieiei. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr den Flammenwerfer, sondern jetzt diese Dynamitgeschosse da. Mal gucken. Wenn ich die gut platziere, kann ich vielleicht ganz gut Schaden austeilen. Komm. Auf jeden Fall, er macht zwar nicht wirklich viel Schaden jetzt damit, aber ich denke mal, in der Summe macht es das auf jeden Fall. Es sind zwar halt diese Minischäden, aber wir treffen ja auch zum einen mehrere Module gleichzeitig. Also das ist, denke ich mal, auch nicht so verkehrt. Meine Batterie ist schon wieder kurz vor Exitus. Und man trifft, also ihr habt ja auch gerade gesehen, der Typ war dahinter und ich treffe ihn halt trotzdem, weil das auch ein bisschen Radiusschaden macht. Na, wo willst du hin, kleiner Drecksack? Sich etwa verpissen? Der will sich echt verpissen, habe ich das Gefühl. So, ah, der schießt aber auch schön vorbei, sehr gut. Okay, der oben ist schon mal ausgestaltet, das heißt, es ist nur noch der eine. Ich hätte jetzt eigentlich rein theoretisch sogar Zeit, das Ding zu platzieren. Und mein Oberkörper hat auch schon relativ viel abbekommen. Ja, hier liegt auch noch die Bombe, das heißt, die muss sowieso erstmal bis nach hier kommen. Zack, und da haben wir uns repariert, sehr schön. Also kann er jetzt ruhig mir entgegenkommen, dann werde ich ihm definitiv ein paar Dinger reinklatschen. Mal gucken, vielleicht schafft es ja das Ding jetzt hier zu platzieren. Mal gerade gucken, kommt da einer? Nee. Und platzieren. Sehr schön. Dürfte jetzt jeden Moment platziert sein. Und zack. Jetzt muss er sich nämlich erstmal seine Bombe holen und das platzieren. Und er musste ja, beziehungsweise er muss dann ja auch noch unsere erstmal deaktivieren. Gucken, ob ich das Repair-Ding noch kriege. Dann bin ich wenigstens komplett. Ah, anscheinend doch nicht. Das war jetzt doch nicht so. Da oben ist unser Furz in der Jagd-Ding, glaube ich, gerade. Gucke ich mal, ob ich den vielleicht hier den Weg abschneiden kann. Okay, die Munition kann ich natürlich auch sammeln. Ich
überlege aber gerade, ob ich nicht doch zurückfahren soll. Das hört sich nämlich an, als würde der über mir sein. Da schütze ich mal lieber die Bombe erstmal. Sind ja nur noch ein paar Sekunden, also wenn müsste der sich so extremst beeilen. Ich glaube nicht, dass er das noch hinkriegt. Ja, noch. Jetzt noch 5 Sekunden. Jetzt kann ich erstmal abhauen. Ich weiß nämlich nicht, ob man dabei in die Luft fliegt sonst. Und boom! Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Ich glaube, das müsste es. Ja, das war's sogar schon mit der Runde. Wir haben beide überlebt. Ich habe zwar keinen Kill gemacht diesmal, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Dafür habe ich die Bombe in die Luft gejagt. Die sieht echt interessant aus. Ich möchte mal wissen, was der da für Knarren dran hat. Müsste ich echt mal schauen demnächst. Ja, ich werde mir sowieso demnächst noch einen Robo zusammenbauen und dann gucken wir mal. Vielleicht einen etwas schwereren, der jetzt etwas langsamer Gewehre quasi hat, aber dafür mehr Schaden austeilt. Mal gucken. Aber ich bin auch für den Anfang mit dem Ding ja eigentlich ganz gut zufrieden. Ich werde hier aber, glaube ich, jetzt mal ein anderes Avatar nehmen, weil dieser komische Ballon ist so hässlich. Ich glaube, ich nehme den hier. Zack. So. Sieht doch schöner aus. Und direkt mal ins nächste Gefecht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie viele Gefechte ich jetzt mache. Kommt drauf an, wie kurz die Runden sind. Weil die gerade war ja nicht wirklich lange. Und ich hoffe natürlich, dass die Wartezeit jetzt auch nicht allzu lange dauert. Aber ich habe auch keine Lust, gerade an dem scheiß Automaten zu spielen. Ich würde ja gerne mal in... Ah, okay, jetzt geht's los. Ich würde ja gerne mal in den Raum da hinten rein. Oh. Ach, Tisch, mit dem waren wir eben auch schon in einem Team. Sehr cool. Und diesmal sind es auch ein paar mehr Robos gegeneinander. Ja, da ist der Tisch. Mit dem hat man ja, wie gesagt, eben auch schon gespielt. Sehr cool, dass der wieder bei uns im Team ist. Weil der hat doch ganz gut ausgeteilt eben. Zack. Er hat auf jeden Fall einen lustigen Robo, muss ich sagen. So. Oh, da kommt schon da kommen sogar schon mehrere. Aber ich glaube mal, gegen drei werden die es schwer haben. Vor allem, weil die etwas eingekreist sind und der so, ja. Oh, okay, jetzt ist er wieder rausgefahren, aber. Der hatte sich da leicht in die Ecke verkämmt. Aber hat auch schon ganz schön was reinbekommen. Also, ich glaube, der macht es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich lange. Vor allem dadurch, dass ich auch so nah an dem dran bin, hauen die Granaten, diese Bomben. Oh, cool, den habe ich jetzt auch ausgeschaltet. Hauen die Bomben natürlich ziemlich gut rein. Ich frage mich allerdings jetzt gerade, wohin ist der gefahren? Weil das. Ah, da unten ist er. Oder ist er das? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall. Nee, das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der das wirklich ist. Nee, ich glaube, da hinten ist der. Ah, kloppen wir uns erstmal mit dem hier. Hier sind ja alle drei zusammen quasi. Einen davon werde ich ja wohl noch platt kriegen. Ah, da hinten ist da, glaube ich, der, den ich auch angehittet hatte. Genau, der da. Ja, naja, Tisch hat's halt umgehauen. Gut, hat er halt 2 oder 3 Kills gemacht. Ist mir egal. Wir sind ja in einem Team und das ist vollkommen in Ordnung. Wahrscheinlich, ich habe gehofft, die würden da durchfliegen. So, zack. Ins Gesicht, mein Freund. Überlebst du nicht. So, sehr schön. Ich glaube, wir haben das ganze Team schon ausgeschaltet und wir haben gerade mal einen Typen verloren. Ist ja geil. Sehr schön. Ja, wir haben nur einen verloren. Ich habe sogar 2 Kills gemacht. Tisch hat 3 Kills gemacht. Obwohl ich den Typen nicht kenne. Macht auf jeden Fall Spaß mit denen. Und das gegnerische Team war echt schlecht. Also, die haben nur einen einzigen ausgeschaltet bekommen. Eigentlich traurig, vor allem weil sie unten eigentlich mit 3 Leuten waren und wir da eigentlich nur mit 2 Leuten. Also eigentlich waren sie da eine Überzahl. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat echt Laune gemacht. Vielleicht komme ich ja nochmal eine Runde mit dem Tisch. Dann räumen wir auf jeden Fall nochmal ab. So, können wir jetzt 10 Spiele. Sehr schön. Angeber. So, beende 3 Kämpfe mit mindestens 2 Kills. Da muss ich noch 1. Vielleicht schaffe ich das jetzt.
Mal gucken, da war noch gerade mal. Kann ich hier irgendwas noch einbauen oder verbessern oder so? Upgraden. Den Lichtbogen könnten wir jetzt eigentlich upgraden, ne? Machen wir das auch einfach mal. So. Können wir noch was anderes machen? Mal gucken. Naja, das können wir leider noch nicht upgraden. Da haben wir noch nicht diese komischen Statuen dafür. Gehen wir einfach nochmal in Gefecht rein. Ich finde auch lustig, dass der Lichtschalter ab und zu mal Funken sprüht. Ich weiß nur nicht wirklich warum. Ist schon ein bisschen komisch. Tische. Jetzt wollte ich gerade schon Time schreiben. Oh Gott. Ja, vielleicht trifft man sich ja nochmal auf einer Map zusammen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil wir waren wirklich ein ganz gutes Team. Aber ich glaube, der ist gerade nicht mehr in der Warteschlange, wenn ich das richtig sehe. Schade eigentlich. Das wäre echt cool gewesen, mit ihm nochmal zu zocken. Ja, jetzt warten wir wieder auf ein Match. Lalalala. Lichtschalter können wir immer noch nicht betätigen, schade. Aber ich finde auch, was hier alles so ringsherum ist, auch lustig hier, das Diktatorspiel und so. Echt lustig gemacht auf jeden Fall. Todesschlacht, yeah, sehr geil. Eigentlich finde ich, sind alle Matches quasi eine Todesschlacht, weil wenn die Roboter ausgeschaltet sind, hat man ja auch schon gewonnen. Das sollten sie vielleicht bei dem einen oder anderen Modus mal ändern. Ich sag mal, bei Bomben legen oder so. Dass es dann so wäre, dass man dann nach einer gewissen Zeit wieder respawnen kann. Weil sonst kann man auch sagen, es ist jeder Modus eigentlich Todesschlacht, sagen wir es mal so. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch bisher mit dem Robo hier echt zufrieden. Also hier diese Explosionsdinger, die haben doch schon ganz gut reingehauen beim letzten Match. Also gefällt mir definitiv besser als, naja, oh, was kam da geflogen? Gefällt mir definitiv besser als dieser Flammenwerfer, weil der halt eine extremst geringe Reichweite hat. Zwar macht das Ding hier nicht ganz so krass Schaden, obwohl der Flammenwerfer hat, glaube ich, auch nicht wirklich viel Schaden gemacht. Und ab und zu mal knallen die Kugeln ein bisschen eigenartig, aber ihr habt ja auch gerade gesehen, da war gerade massig an Schaden, was ich denen zugefügt habe. Also das haut definitiv hin. Der da vorne hat dicke Badabooms. Ah, da verpisst er sich. Dann schießt man, glaube ich, erstmal hier den an. Aber wahrscheinlich wird er sich jetzt auch wieder gleich verpissen. Ah, da kommt der große. Oh. Der hat aber dicke Murmeln, ey. Lecko funny. Der hat mir schon den, hier die Räder auf 85 runtergeschossen. So, balla balla balla. Komm, geht down, du Sau. Na, da habe ich die Hälfte wieder in die Säule geschossen. Ah, scheiße, es ist einer. Sogar schon zwei aus unserem Team raus, aber den dürfte ich doch jetzt platt kriegen. Komm schon. Ah, genau, sehr schön. Da hatte ich ihm nämlich vorher die Reifen zerlegt und dadurch konnte er nicht mehr abhauen. Da war er mir schutzlos ausgeliefert. Ja, der ist halt ein bisschen langsamer, der Robo da vor mir. Und seine Raketen sind auch dementsprechend langsamer. Und der verballert ganz schön seine Murmeln hin und her. Schießt also ziemlich daneben. Aber ich glaube, der hier hat ein bisschen weniger. Den sollte ich vielleicht erstmal sehr schön ausschalten. Jetzt haben wir nur noch da vorne nämlich den Vogel. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob es 3 gegen 3 ist oder 5 gegen 5 oder so. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade am Anfang nicht so wirklich drauf geachtet. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den auszuschalten. Okay, 3 gegen 3. So, wo willst du hin, mein Freund? Ich höre dich auf jeden Fall. So, Medium Armor Pack, sehr schön. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr geschützt gegen ihn. Das sollte mir doch eigentlich einen Vorteil geben. So, da kommt er doch wieder. Ich glaube, das könnte funktionieren. Jetzt ist zwar mein Medium Armor Ding weg, aber
Das dürfte hinhauen, das dürfte es. Oder? Oh, scheiße. Okay, ich gehe down. Da habe ich mich überschätzt. Da habe ich mich echt überschätzt. Ich hätte vielleicht doch nicht so nah an ihn dran gehen sollen, weil wenn er einen trifft, dann haut er doch ganz schön rein. Auf der Entfernung bin ich da definitiv mit meinen kleinen Raketen wesentlich besser hingelegt, beziehungsweise mit meinem TNT. Da ich ihm da doch gut einen reinknuspern konnte, aber leider, das war mein Fehler. Also, wir hätten das echt locker gewinnen können, hätte ich mich da ein bisschen besser angestellt. Scheiße. Tut mir echt leid. Verdammt, ja. Da habe ich die Jungs enttäuscht, obwohl die haben ja auch nicht wirklich viel gemacht. Die haben ja noch nicht mal einen ausgeschaltet. Aber ich dürfte jetzt meine Herausforderung geschafft haben. Genau, 2 Morde. Sehr schön. Abgeschlossen. Dafür habe ich jetzt 7 von diesen komischen, ja, In-Game-Gedönster und 2000 Gold bekommen. Sehr schön. Dann haben wir doch eigentlich relativ viel Knete, um unseren Robo noch ein bisschen aufzubauen. Weil Ausdauer und so ist bei dem da unten nicht wirklich gut. Und auch die Geschwindigkeit ist nicht so der Knaller. Machen wir doch mal einen Shop, was wir da Schönes haben. Ich würde ja am liebsten gerne einen kompletten neuen Robo zusammenbauen. Aber was nehmen wir da am besten? Ja, sind natürlich auch so ein paar von diesen Ingame-Dingern, die wir dann natürlich nicht verwenden werden, aber ist immer das, was man mit diesem Gold kaufen können, das kann man ja sich leisten mal. Summerhuhn, Erdmännchen, Dynamo, Dune, okay. Okay, es gibt echt ein paar sehr lustige Fortbewegungsmittel. Okay. Ah, okay, ist ein bisschen ausdauermäßig ein bisschen anders. Also da muss man wirklich drauf achten, was denn jetzt das jeweilige Teil für Abilities hat. Das Ding sieht eigentlich cool aus. Trolley. Ich glaube, da würde ich eher den nehmen, oder? Soll ich den nehmen? Den? Ich nehme den hier, komm. Zack. So, neues Modul. Trolli. Ne, Troll. Der hat eine. Oh, der hat sogar ein bisschen weniger Ausdauer, warum auch immer. Hä? Ich dachte, der hatte mehr. Habe ich mich da eben verguckt? Oder hatte ich. Ich glaube, das Unterteil hatte ich schon ausgerüstet. Aufgewertet, glaube ich. So. Postieren. Teil hier einfügen. Was soll ich denn da einfügen? So ganz verstehen tue ich das jetzt gerade nicht wirklich. Das will ich jetzt tauschen. Modul bauen. Hä? Ich bin gerade etwas überfordert. Also, hä? So ganz raff ich das jetzt gerade nicht. Also hier kann ich das Ding auswählen. Kann ich auch hier hinziehen, aber was will er jetzt von mir? Achso, ich brauche eine... Motor? Brauche ich einen Motor? Ich weiß es nicht. Brauche ich einen Motor? Gute Frage. Kauf mal die einfach mal. Werden wir ja, wenn wir einen neuen Robo brauchen, bauen ja eh noch brauchen. Ja, die ist kostenlos. Komm, die kaufen wir uns einfach mal. Solange sie kostenlos ist, juckt mich das ja nicht. So, was brauchen wir denn noch für eine Knifte? Schwere Waffe, Lancer, mittlerer Lichtbogen. Eine Säge? Okay. Stand zwar Revolver, aber war eigentlich eher eine Säge. Plus 5? Okay. Ich habe jetzt für irgendwas diese komische Ingame-Währung bekommen. Kaufe 5. Okay. Oh, das Ding sieht doch mal schick aus. Steinschleuder? Okay. Also, da würde ich glaube ich, das sieht auch nicht schlecht aus.
Aber das Ding sieht doof aus. Und was soll das darstellen? Komm, kaufen wir uns einmal das Ding. Und das Ding auch nochmal. So, dann haben wir nämlich zwei Kniften neue. Gucken wir mal hier. Modul bauen. Zack. Motor. Ah, so, so, jetzt habe ich es verstanden. Hä? Achso, ich muss auch erst ein Oberteil kaufen. Hehehe. Ohne Oberteil ist das ein bisschen schlecht. Was es da alles gibt an Formen, das ist ja echt der Wahnsinn, ey. Vor allem aus teilweise alten Küchengeräten und sowas. Oh Mann. Oh Gott, war das gerade ein altes Moped oder was? Alter Kasleck. Schmiede. Mentes, der sieht ja cool aus. Den kaufe ich mir mal. Ich habe ja jetzt ein bisschen von der Ingame-Währung, aber... Achso, ich habe keine Inventarplätze mehr. Ah, okay. Der muss ich wahrscheinlich erstmal das hier aufbauen, ne? Wieso habe ich denn so viele Pistolen? Nee. Bin ich da gar nicht. Löschen. So. Ja. Ah, da, verkaufen. Ja, die war ja eh kostenlos. Scheiß drauf. Wo war das denn jetzt eben? Zack. Habe ich das nicht eben zusammengebaut schon? Zack. Neues Modul. Mentes. Ich glaube, den kaufe ich mir. Oder soll ich mit den Panzersturm? Ich bin echt ein bisschen am Überlegen. Na komm, wir kaufen uns erstmal den Mentes. Wir können ja später immer noch neue Module kaufen. So. Tagestelldauer, Kopf. Ich glaube, da werde ich definitiv noch mehr Elemente bauen, kaufen müssen. Das heißt, ich werde auch mein Inventar, glaube ich, ein bisschen reduzieren müssen, weil ich das jetzt so sehe. Ja. Hä? So ganz... Darf ich das jetzt gerade nicht? Das ist doch eigentlich das Oberteil, oder nicht? Das kann ich in... Hä? Wo ist das denn jetzt hingefallen? Ja. Also ich bin gerade etwas überfragt. Ich werde jetzt, das mal so ein bisschen ausprobieren, mal gucken, ob ich das hinbekomme mit dem Zusammenbauen von einem Robo, weil so ganz funktionieren tut das jetzt hier gerade nicht. Von daher würde ich einfach sagen, ja, das war's für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!